Ja, noch. Finde ich jetzt noch nicht so schlimm. Ja.
Da weiß ich, dass ich hinter der Bühne noch ganz andere Kaliber stehen habe. Ja, nur vom falschen Verein. Vom falschen Verein, mein Lieber. Also, wann hat bei dir die Leidenschaft angefangen? 2006 war das. Gab es irgendeine Initialzündung? Da war die WM hier in Deutschland, die habe ich geguckt. Da war ich aber noch kein Werder-Fan. Dann haben mich Freunde mitgenommen zum Tag der Fans. Das ist ein Tag, wo alles grün-weiß ist, man kann Autogramme kriegen und so weiter. Und ja, irgendwie war es dann um mich geschehen. Du siehst doch so harmlos aus, oder wenn ich jetzt hier so rauf. Yeah! Du hast tatsächlich ein Stück Rasen mit rausgenommen aus dem Stadion. Ja. Was hast du damit gemacht? Ja, jetzt ist er noch in einem Eimer, der wächst aber auch, also der wird regelmäßig mit einer Schere geschnitten. Ich war beim Aufstiegsspiel gegen Regensburg im Stadion und da hatte man das Glück, dass man am Ende aufs Spielfeld konnte. Ja. Ja, und ich wollte mir gerne ein Andenken mitnehmen und dann habe ich das in einem Bierbecher habe ich das mitgenommen und zu Hause habe ich das dann direkt in einem Eimer eingepflanzt. Und der kriegt, wenn wir zu Hause fertig sind, auch beim Garten, dann kriegt er da sein Plätzchen. Ach, das ist so romantisch, ehrlich. Und willst du ihn dann gießen? Nee, das mache ich schon selbst. Machst du allein? Ja, ja, das werde ich tatsächlich auch nicht genau machen. Ja, nicht, dass sie die Aufgaben vertrocknen lässt, den Rasen. Sag mal, jetzt mal wieder mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, weil ich habe gehört, als Werder abgestiegen ist, hast du geweint. Ja, bisschen schon. Nee, wirklich jetzt. Das hat ja schon was Ehrliches. Das ist, weißt du, da musst du mir so ein bisschen mal helfen. Dadurch, dass ich mit Fußball nicht selber so viel verbinde. Ich aber auch weiß durch meinen eigenen Mann, dass der, was das macht, also dass da schon echt viel Leidenschaft in der ganzen Sache drin ist. Was passiert in dem Moment, wenn dann wirklich so ein Abstieg zum Beispiel ist, ja? Ja, das ist, ich weiß auch gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber das tat schon weh. Also ich meine, wenn jetzt jemand stirbt, das ist mit Sicherheit, das ist schlimmer. Das vergleichst du bitte. Nein, das ist schlimmer, aber das tat schon einfach weh und dann ist tatsächlich die eine oder andere Träne geflossen. Ist ja vom Grundsatz eigentlich auch cool. Ich meine, vom Grundsatz ist es ja großartig, wenn man was hat, wo man sagt, das ist leidenschaftlich, das ist begeistert und es macht einem einfach total Freude. Im Grunde gibt es da auch nichts, sollte man sich gar nicht drüber lustig machen, sondern man sollte eigentlich sagen, Glück für denjenigen, der das so hat, finde ich. Ne? Bei meinem nächsten Gast zum Beispiel, das ist die Nathalie, da ist es aber so, die muss sehr viel Platz machen für Fußball, für König Fußball, muss ich ja fast sagen. Und wenn das dann wirklich zu Hause so wird, dass das eigene Heim eine Art Museum für den Fußball wird, dann kann das schon mal echt unbequem werden. Ich begrüße jetzt, hier ist mein nächster Gast, hier ist Nathalie. Kennengelernt und dann war ich mir nie mehr ganz sicher. Und dann als Kamerad fand ich ihn ja recht moderat in seinem Look hier. Nathalie, wie sieht denn deiner aus dagegen? Oh, das kann man nicht vergleichen. Kann man nicht vergleichen, das ist nichts. Genau, für den fand ich ihn auch, weil ich weiß ja, wie deiner aussieht. Ja, genau. Also meiner hat alles. Meiner hat Hosen, die komplett mit Aufnähen drauf sind. Er hat eine Kutte. Er hat ein extra noch T-Shirt, die auch komplett mit aufnähen dran sind. Wir müssen, glaube ich, erstmal die Zugehörigkeit ja in eins klären. Also Werder Bremen haben wir hier, Bayern ist SC Bayern München. Also, es ist so abgefahren, ne? Wieso mögen Anhänger von bestimmten Vereinen die anderen nicht so gerne? Warum ist das so? Naja, weil die lieber, ja, SC Bayern ist SC Bayern, das sagt ja schon alles, die anderen sind einfach so neidisch, ne? Ich höre aber eine gewisse Begeisterung auch von deiner Seite raus. Das heißt, auch du bist Fan. Ja, ich bin auch Fan. Ja. Du bist auch Fan, aber man sieht es dir irgendwie nicht an. Nee, muss auch nicht unbedingt. Also wenn ich im Stadion bin, dann ja. Ja, habe ich. Dann hast du auch ganz rum und dann alles. Ja, ich habe auch Trikots und Schuhe von FC Bayern. Ich
meiner Küche. Überall hängt sie? Ja, überall ist FC Bayern. Okay, also ist, lass uns mal so weit überlegen. Ihr zieht jetzt um, das neue Haus ist da. Was wird aussortiert? Also es darf tatsächlich ein Zimmer komplett aus dem Bayern-Museum draus. Also das lässt sich. Ja. Aber der Rest muss dann komplett neutralisiert werden. Ja. Also ich möchte auch nicht, dass irgendwie im Wohnzimmer auch schon wieder dann ja, der Serena an der Wand hängt oder so. Ja, da will man seine Weißt du, der Martin wird das genau, ja. Will der Martin das akzeptieren? Du musst schon. Muss er, aber das tut wissen wir noch nicht. Wir reden aber jetzt mal mit ihm. Herzlich willkommen, Martin. Oder andere Fans, die sagen dann für sich, sie sind Fans, aber das kann ich auch machen, indem ich zu Hause vom Fernseher sitze und das Spiel gucke. Als Kundenträger zeige ich der FC Bayern, ist die Nummer 1 in Deutschland. Oh, yes. Wie angeekelt du gerade warst. Okay, ich habe hier zurück, ich habe keine Ahnung, wer da, wen ich da am besten finden soll. Seit wann ist das denn so bei dir, dass du so total euphorisiert bist, dass du so Bock hast auf Fußball und vor allem auf den FC Bayern? Ich war mit 14 Jahren das erste Mal im Stadion, damals noch das altehrwürdige Olympiastadion. Ja, und als ich so mit Fußballfan angefangen bin, gab es wirklich noch sehr viele Kundenträger. Ist jetzt mittlerweile stark zurückgegangen, aber da hat es mich einfach gepackt, so mit diesem Stadionbesuch und wie die Fans da rumliefen und so. Und ja, ich wollte noch einer. Ist das ein Zugehörigkeitsgefühl, was man einfach hat, dass man so der Gruppe mit angehört, dass man Gleichgesinnte um sich herum hat? Ist das was, was einen so motiviert? Natürlich, das ist ja dieses Zusammengehörige. Das ist ja, wir haben zum Beispiel auch einen großen Bayern-Fanclub bei uns mit über 600 Mitgliedern. Wir fahren ja regelmäßig im Bus zu den Spielen. Und das ist ja dieses Erlebnis, dass man zusammen im Bus sitzt, dass man sich unterhält, dass man Stimmungslieder anstimmt. Das ist so, ja, es geht schon in die Richtung ein bisschen Sucht. Ist es so, ja? Ja. Martin, ganz ehrlich, du hast uns was im Vorgespräch gesagt. Das hat mich schon aufhorchen lassen. Du hast gesagt, wäre Nathalie nicht auch Bayern-Fan. Hättest du sie nicht an deiner Seite haben wollen? Ist es so? Ja, ist so. Das ist aber krass. Ich meine, sie ist ja eine fantastische Frau. Da muss es doch völlig egal. Ja, aber ich wollte sie ja eigentlich erst sagen, wo ich gehört habe, dass sie auch für Bayern ist. Wirklich? Ja. Was sagst du da?
seid voll, ihr habt überhaupt keinen Konflikt über dieses Fan-Dasein, sondern ihr seid total, zieht an einem Strang. Ja. Ja, für anders wird es auch, glaube ich, gar nicht lange gehen. Geht das dann gar nicht anders. Weil, ich sag mal, Fußball ist ein sehr zeitintensives Hobby. Und ja. Wenn man irgendwo was planen möchte, man möchte rausgehen, hat sie ja auch gerade schon gesagt, man muss immer einplanen, spielt der Verein, wann spielt der Verein, wo spielt der Verein, spielt er zu Hause oder auswärts, will der auswärts fahren, hat er eine Karte gekriegt. Das ist ein eigentlich ein Lebensmotto, kann man sagen. Genau. Also wenn man so eingefleischter Fan ist, wie jetzt Willi zum Beispiel, ich glaube, er ist genauso und er auch. Er ist ja nur Sympathisant, aber es ist nicht eine Lebensaufgabe. Er hängt viel mit dran und ich finde es also, ich bin selber mit vielen in Stadien gewesen, bin auch mit Auswärts gewesen und das erleichtert vieles, weil man sowieso die gemeinsame Zeit dann auch hat. Martin hat gesagt, da hänge ich dich jetzt drauf auf, er hätte Nathalie nicht genommen, obwohl die beiden sich lieben und verheiratet sind, wenn sie nicht gleichen Verein supporten würde. Was sagt ihr dazu? Also ich kann nur eins so viel sagen, wir haben ja geheiratet, wir beide, und haben uns auch die Frage vor laufender Kamera gestellt, was würdest du machen, wenn sie dich jetzt auf die Wahl stellt, Schalke oder meine Frau? Ja. Habe ich ganz klar gesagt, Schalke. Das Gleiche sagt aber meine Frau umgekehrt auch. Wirklich? Ja. Aber also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen meiner Frau und meinem Fußballverein, ist erstmal der Verein, weil ist meine dritte Ehefrau, weil er ist der Verein. Ist die Frage doch ganz klar begrenzt, oder? Ganz ehrlich, es ist, ich gebe zu, es ist ein bisschen lustig, aber es ist auch echt ein Willing, finde ich. So viel muss man auch, wenn nicht einlässt. Warum? Also ich kann es ja nachvollziehen, weil es ist sein Leben. Es geht, seitdem er, ich glaube, denken kann, ist er Fußballfan, also seitdem er neun ist. Er ist vor allem jetzt, man muss eins sagen, also ich habe da kein Verständnis für, was du gerade gesagt hast, aber ich will trotzdem einfach noch mal erklären, weil nicht jeder das einordnen kann, du bist schon ein echtes Unikum für den Verein, weil du bist ja nicht umsonst der Trompeten-Willi. Wie ist es dazu gekommen? Ach, mach mal eine neue Sendung. Nein, versuch mal mit einem Satz oder zwei. Besoffen, Kneipe, einer hat Geburtstag, bringt Trompete mitgebracht, alle grüllen mit. Irgendeiner sagt, nimm sie mal mit ins Stadion. Kennt wieder, sagt, okay, mach. Kennt wieder war unser Trommler. Und ja, und dann haben wir angefangen, das Trompete zu spielen. Und dann haben wir uns mal wieder im getöteten Kopf ein kurz- und schmerzloses Signal ausgesucht. Da kam die Attacke bei raus. Die ist dann irgendwann bekannt geworden. Und irgendwann ist dann das bekannteste Trompetensignal der Bundesliga geworden. Oder? Ja, und Juli hat sich dann was angerufen. Ich habe 82 Trompeten auf Schalke, bin dann auf die Meisterschule gegangen. Ja. Ich habe zwischendurch arbeite ich auch als Dachdeckermeister jetzt und habe dann aufgehört, wie ich auf die Meisterschule gegangen bin und hat das jemand anders übernommen. Und irgendwann meinte Rudi, wäre doch besser, wenn das wieder jemand anders macht. Hab mir angerufen und mit Rudi diskutiert man nicht. Also Rudi Assauer war ein Kerl wie Mann, er sagt, du tust, und wenn du dich tust, dann gibt es Konsequenzen. Und ich habe nicht diskutiert und bin wiedergekommen. Und seit 1992 war ich der offizielle Trompeter von Schalke, oder bin ich, und bis vor 4 Wochen. Und dann bin ich. Also, das heißt, für euch ist das ein Lebensmotto, für euch ist das klar, dass das euch vereint im Grunde. Auf jeden Fall. Obwohl ihr beide sehr drastisch seid und ganz klar sagt, gleiche Tattoo. Ah. Auf gleichen Namen. Okay. Das kann ich aber auch hier. Da will ich auch nicht haben. Ha? Hast du auch bestimmt. Nee, noch nicht. Aber kommt noch. Eventuell schon, ja. Lass mal. Manchmal kann man den Verein bestimmt auch ändern. Okay. Nein, den Verein ändert man nicht. Nein. Haben wir noch jemanden? Gibt es noch jemanden, der nicht seinen Verein ändert? Nein, den Verein ändert man nicht. Also wirklich, guck mal, da sitzt noch einer. Das ist auch so einer. Was für ein Verein? Oh, jetzt kommt's. Zeig her. Und das ist Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf, okay. Bist du in einer Beziehung? Ja. Ja, und ist deine Frau oder deine Beziehung, die du führst, ist diejenige auch totaler Fan? Oder so? Frag selber, was ist da? Ah, bist du auch so begeisterter Fußballfan? Kein Stück. Also, aber ist er denn auch so durchgeknallt, dass er seine ganze Wohnung und alles dementsprechend, also das ist bei euch jetzt nicht das? Nee, das habe ich nicht. Wir haben ja hier schon gemerkt, also ich finde es ganz interessant, sobald hier so ein paar Diskussionen entbrannt sind um den Fußball, um den Verein, um die Ultraszene zum Beispiel und so weiter, da habe ich direkt gemerkt, dass so ein leichtes Brodeln hier entstanden ist. Ne? Ihr habt da eine Leidenschaft, die ich persönlich extrem anstrengend finden würde, wenn ihr mein Mann wärt an der Seite, aber auf der anderen Seite
Seite finde ich es tatsächlich cool, dass ihr euch so begeistern könnt für diese Sache. Ja, ihr Mädels seid damit in Ordnung, habe ich rausgehört. Das ist in Ordnung. Ah, ja, total. Also sonst würde ich zum Beispiel die Hose, die er anhat, das habe ich ja auch gemacht. Was? Dann hat er selber zu machen. Ja, das war ich. Ich habe die Kutte gemacht. Ah, was ist das denn? Weichei. Ja, gut, die Kutte. Respekt und Würde dem anderen. Das ist dann abgefordert. Ich sage Dankeschön, verabschiede mich.